Röhre, die wir einfach weggehen. Im Gegensatz zu normalen Angriffen. Wow. Im Gegensatz zu anderen Feuer, der Blick macht das hier physischen und magischen Schaden. So, genau, diese Sturzangriffe müssen wir abwarten. Und die mal auf den Schwanz schlagen. Wow. Und genau, wenn er das macht, immer schön den Schild oben halten. Und ausweichen, seinen Flammen hin ausweichen. Das kann jetzt eine Weile dauern. Wow. Der Angriff ist richtig übel. Den muss man immer blocken. Wenn man den nicht blockt, nimmt man so dermaßen viel Schaden. Das ist dann nicht mehr feierlich. Genau diesem Angriff. Ausweichen ist fast unmöglich. Dem Feueratem kann man fast immer ausweichen. Aber dem Angriff wiederum nicht. So, da gehen wir nach hinten. Und da, dem weichen wir einfach mit einem Seitwärtsschritt aus. Und hauen ihm auf den Schwanz. Oh, nehmen wieder das Schild hoch. Oh, und wenn er das macht, müssen wir schnell wegrennen, weil das ist Instant-Kill-Scheiße. Und da sitzen wir jetzt in einer ziemlichen Sackgasse. Genau. In die Ecke drängen lassen von Kalabed ist nie gut. So, hier muss, bei dem Kampf muss ich mich leider etwas konzentrieren. Genau, so. Aus dem Weg, da wurden wir jetzt einmal von seinem Feueratem getroffen. Ohne Schild hätte das böse Aua gemacht. So. Und weg. Wieder Flammenangriff, einfach zurückgehen, so. Und der Angriff. Und wieder Flammenangriff. Ich muss auf den, nicht auf den Angriff warten, sondern auf seinen Flugangriff, den er da gerne macht. So. So. Ich hasse es, wenn er mich zertrampeln will. Manchmal kommt man nämlich nicht schnell genug von ihm weg. So. Jetzt macht er wieder seinen Flammenangriff. Dort gehen wir auf Abstand. Und den Flammenangriff, den weichen wir aus. Jetzt wieder der Flammenangriff. Und ja. Wie gesagt, es ist ein reines Geduldsspiel gegen Kalamet. So. So. Genau, den Angriff brauchen wir. Obwohl ich gerne eigentlich ausgewichen wäre. Ah. Ja, der Target Lock ist bei ihm manchmal tödlich. Das auch hingegen. Ja. Lässt du mich mal von dir weggehen? Ja, das wäre sehr nett. Wow. Also ja, Kalamet kann manchmal anhänglich sein wie Sau. So, jetzt kommt er wieder näher. Und wieder sein Flammenwurf. Au. Und jetzt macht er ihn schon wieder.
Also immer die Attacken, die ich nicht gebrauchen kann. Genau. Die Attacke hingegen. Ah, jetzt hat er seinen Schwanzhieb nicht gemacht. Und ich habe aus Versehen auf Humboldt-Puls umgeschaltet. Das kann in dem Kampf nicht gut ausgehen. So. Mist, jetzt stand ich wieder nicht weit genug hinter ihm. Oh. Am schlimmsten ist es, wenn er seinen Sturmangriff macht. Aber den macht er zum Glück gerade nicht. Den macht er gerne mal nach seinem Flugmanöver. No. Genau, nach dem Flugmanöver. So. Leider reicht die Zeit immer nur, um einmal drauf zu hauen. So. Au, das hat uns jetzt voll erwischt, weil ich nicht richtig reagiert habe. So, da kann ich richtig reagieren. Kann mich mal kurz heilen und ihn wieder einloggen. So, gib mir Schwanzschlag. So, Obsidian-Großschwert. Wir haben seinen Schwanz ausgeschalten und ihn damit um einiges gefährlicher gemacht. So. Ja, blend das Ding aus endlich. So. Das kann im Kampf äußerst verheerend sein, vor allem im Kampf gegen Kalamet. Der jetzt ein bisschen... Ja, sagen wir, angepisst ist. So. Ja, da bin ich jetzt falsch gerollt. Wow. Boah, wegrennen. Boah, das war knapp. Also ja, wie gesagt, die Attacke ist schlimm. So. Das hingegen ist eher harmlos, weil das kaum was trifft, vor allem wenn wir weggehen. Au. Okay, man merkt, Kalamet ist wütend geworden. Wow, das müssen wir auf jeden Fall ausweichen. Das war nämlich sein böses Auge. Der zweite Angriff kann uns dann ruhig treffen. So. Dem sollten wir ausweichen. Und dem jetzt auf den Kopf gehen. So. Und wieder ausweichen. Immer vorsichtig sein. Weil jetzt ist Kalamet ein bisschen angepisst. So. Zurückweichen ist sicherer. Jetzt macht er nämlich seinen Sturmangriff. Wenn uns der erwischt, dann ist gute Nacht. Wow. Genau. Flammenwurf. Was hat er jetzt vor? Sein böses Auge wieder mal aktivieren. Ja, manchmal hat er Angriffe irgendwie so vorbereitet oder ist darauf eingeloggt. Und dann will er versuchen, die auf jeden Fall zu machen. So, genau wie das hier jetzt. Das macht er nur, weil wir ihm den Schwanz weggeschlagen haben. Ist er jetzt so pisst. So, da gehen wir wieder auf Abstand. Wow. Und da sind wir gestorben. Ah.
Wir hatten ihn zur Hälfte runter und sind gestorben. Also ja, ich sag's dir, Kalamet ist heftig. Starker Tupac. Der stärkste Boss im Spiel. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir diesmal den Schwanz dran lassen. Den habe ich jetzt nur abgeschlagen, um an die Waffe zu kommen, die er droppt. Jetzt können wir andere Techniken benutzen. Also gerade das, was ich gemacht habe, wenn er seine Nahkampffähigkeiten benutzt hat. Also seinen doppelten Schnauzerhaken da, oder wie man das auch immer nennen möchte. Dem ersten ausgewichen, den zweiten kassiert oder zurückgeschlagen. Das geht dank dem Florantiering ganz gut. So, weg mit dir. Und leg mit deinem letzten Kumpel. So. Kurz hochheilen. Bei Kalamet müssen wir zum Glück nicht menschlich sein, im Gegensatz zu Menes. Menes ging ja dank Sif ziemlich gut. Aber Kalamet ist ein ganz anderes Kaliber als Menes. Zumal wir Kalamet alleine bekämpfen müssen. So, da ist übrigens ein Crystal Lizard. Und da ist auch gleich unser Seelenhaufen. So. Seelenhaufen. Kalamet. So, gucken wir mal, wie er anfängt. Genau so nämlich. Wow. Wir haben ihn schon mal eine verpasst, aber das war nicht jetzt nicht viel, gerade viel. Wow, jetzt verpasst er uns aber eine. Wow, verpasst uns gut eine. Wir sind nämlich nicht schnell genug weggekommen. Au! Zweiter Tod. Da war ich unvorsichtig. Definitiv. Nächster Versuch. Und ja. Wenn wir Kalamet gemacht haben, haben wir das Addon abgeschlossen. Deswegen will ich ihn jetzt auch schaffen. Den kann man nämlich schon zu dem Zeitpunkt schaffen. Und die dummen die da. Also wieder hier runter. Wieder die drei Hunde töten. Die echt nervig sind. Das ist echt das Nervigste auf dem Weg zu Kalamet. So. Kann ich mich auch ruhig treffen lassen. Ich habe 10 Heilungen. Und die Hunde sind nicht ganz so schlimm. So. Fehlt nur noch einer. So. Einmal heilen. Und ab durch die Nebelwand. Die übrigens nur hier aufgetaucht ist, weil Goff Kalamet runtergeholt hat. Vorher war die hier ja gar nicht. So. Abwärts bitte. Seelenhaufen holen und dann wieder ab gegen Kalamet. Der da drüben angestapft kommt. So, was hast du vor? Du brennst einfach mal wild drauf los. Okay. Oh, der brennt wieder wild drauf los, dass wir zum Glück da leicht ausweichen können. Wenn wir vorsichtig sind.